Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Westweg. Jetzt befinde ich mich gerade in Forbach und weil da so viel Verkehr war, habe ich gedacht, ich vertone das hinterher und deshalb hört ihr jetzt was ich dann nachträglich eingesprochen habe. Forbach ist 1360 gegründet worden, liegt also in der großen Besiedlungswelle des Schwarzwalds im späteren, ja, hohen Mittelalter, sagen wir es jetzt mal so, und hat eigentlich keine besonders bemerkenswerte Geschichte vorzuweisen. Es gehörte teilweise zu zwei, ja, Grafschaften, Fürstentümer, wenn man das so nennen möchte, war also eine geteilte Stadt, aber ob daraus irgendwelche Nachteile resultiert sind, kann man jetzt nicht mehr so wirklich gut feststellen. Dann eine Besonderheit, die auf jeden Fall wichtig ist und gleich ins Auge springt, ist diese Holzbrücke, die wir gerade schon gesehen haben und gleich nochmal sehen werden, die über die Murg führt, welche wir auch gerade gesehen haben. Die wurde ursprünglich im, ich glaube, 18. Jahrhundert gebaut, ist dann allerdings um die 1950er Jahre rum komplett erneuert worden und wurde dann noch einmal, ich glaube, 74 oder ähnliches, das steht hier gleich auf dem Schild, 76 renoviert. Das Besondere an der Brücke ist, die ist deswegen gebaut worden, weil es gab in Forbach damals nur eine einzige Brücke, die wurde vom Hochwasser weggerissen und deshalb hat man sich überlegt, dass man doch eine hochwassersichere Brücke bauen muss, die keinen Pfeiler in der Mitte besitzt und das ist jetzt die längste und in ihrer Bauart einzigartigste Holzbrücke in Europa, die eben frei tragend ist, ohne einen Mittelpfeiler. Ja, bleibt mir da nur noch zu erwähnen, dass Forbach eine Besonderheit hat, nämlich der Gemeinde gehört sehr viel Fläche an und 90% dieser Fläche sind halt eben Wald. Damit ergibt sich eben auch eine super geringe Einwohner pro Quadratkilometer Dichte von nur 38. Also das ist bemerkenswert wenig, da wir uns ja doch in Deutschland befinden. Dann gibt es bloß nur noch zwei große Arbeitsgeber im Ort, nämlich einmal ein Kraftwerk von ENBW, wo die Wasserkraft aus der Schwarzenbachtalsperre umgesetzt wird. Dazu kommen wir auch noch später. Und ein Krankenhaus. Und was ihr hier jetzt seht, ist die Aussicht vom höchsten Punkt, der noch im Dorf liegt, kurz bevor es in den Wald geht. Da gibt es nochmal so einen kleinen Rastplatz quasi für die Wanderer, bevor die Wanderer dann richtig loswandern. Und den sehen wir hier. Es gibt auch nochmal einen Brunnen, wo man Wasser tanken kann und eine kleine Kapelle, damit man nicht ohne Segen loslatschen muss. Und das wär's. Mittagessen. So, hallo und herzlich willkommen im Schwarzwald. Moment. Ja, also die gute Nachricht, diese Etappe, gar landschaftlich, gar großartig, sehr schöner Wald hier um mich rum, wirklich fürs Auge ein Genuss. Aber heute geht es hoch, wie man vielleicht an meinem Zustand erkennen kann. Es sind 1200 Höhenmeter, glaube ich, ungefähr, die ich rauf muss. Und die verteilen sich auf 17 Kilometer. So mehr oder weniger. Es geht zwischendrin auch noch mal ein bisschen runter. So ist der Stand der Dinge. Das Ganze überwiegend in Serpentinen, in aber wirklich einem sehr schönen Wald. Und von dem gibt es jetzt noch ein paar Aufnahmen. Erstmal. Und dann atme ich weiter und laufe weiter. Und dann gibt es auch irgendwann mehr Text. Und jetzt ist mir ein Streckenstock runtergefallen. Und ich will mich nicht bücken. Ich glaube, ich lasse ihn liegen. Alles da. Tenching, kleines Büchlein, nochmal Tenchen, da haben wir nochmal Buche, noch mehr Buche und hier hinten Fichte und da hier vorne steht eine kleine Birke. Ja, alles da.
Und hier sogar ein kleiner Ilex. Ilex aquifolium. Hossa, so. Wichtige Zwischeninformationen. Die Hütte hier hinter mir nennt sich Wegscheid, liegt 3,5 Kilometer über Vorbach. Man muss sagen, nicht hinter Vorbach, sondern über Vorbach. Es geht hier wirklich enormst bergauf. Das macht sich schon ein wenig vorsichtig ausgedrückt bemerkbar. Meiner Meinung nach so ziemlich eine der tollsten Hütten, die ich je gesehen habe. Vielleicht zeige ich euch jetzt mal gleich, warum. So, also tolle Dinge an dieser Hütte. Zunächst mal gibt es hier diesen Stamm. Der ist toll. Dann gibt es hier diese Aussicht. Die ist auch toll. Insbesondere da auf dem Bergrücken da hinten auch der Westweg verläuft. Sprich, da kann man schön sehen, wo man ungefähr hergekommen ist. Nämlich da hinten. Dann gibt es hier eine Sitzecke. Sitzecke auch toll. Und es gibt eine Feuerstelle. An Tollheit fast nicht mehr zu überbieten, aber es gibt halt eben auch noch diese Hütte und die aussieht wie eine normale Hütte, die ja im Prinzip auch schon allein toll wäre, hat diese Hütte noch eine besondere Besonderheit, nämlich eine Leiter. Und was lässt so eine Leiter zu vermuten zu? Dass man da hoch kann. Und wenn man das dann tut, stellt man fest, dass man da oben tatsächlich einen Dachboden extra zum Übernachten eingerichtet hat. Also diese Hütte ist tatsächlich für Leute, die gerne mal im Wald pennen möchten, gedacht. Es gibt hier sogar ein Schild, das darauf hinweist, von wem die Hütte finanziert wurde. Und das darf ich auch gerne natürlich verraten, würde ich sagen. Nämlich hier, könnt ihr euch dann entsprechend durchlesen. Jemand hat freundlicherweise einen Hinweis angebracht, wo es als nächstes Trinkwasser zu finden gibt. Hier gibt es noch eine Leine, wo man sein Zeug aufhängen kann. Es gibt ein Kehrblech, um bei Bedarf ein wenig sauber zu machen. Es ist auch alles picobello sauber. Und es gibt sogar einen Kanister mit Löschwasser. Damit auch ja immer Wasser da ist, auch wenn jemand jetzt nicht genügend Wasser dabei hätte, um wirklich löschen zu gehen. Also das nenne ich wirklich vorbildlich und ich bin nahezu wahnsinnig begeistert von dieser Hütte. Hätte ich gewusst, dass es diese Hütte gibt, dann wäre ich vielleicht eventuell bei meinem letzten Teilstückchen hier noch mit allerletzter Kraft auf allen Vieren hochgekraxelt, weil hier hätte ich auch abends um 10 noch ankommen können und pennen können. Haken, die wäre wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, oder zumindest wäre es durchaus denkbar gewesen, dass die Hütte dann auch besetzt gewesen wäre. Nee, also das Ding finde ich jetzt wirklich ganz, ganz großartig. Also das sieht doch mal auch wirklich richtig einladend aus. Da soll man wirklich drin übernachten. Da ist die Frage, ob man es darf, tatsächlich überhaupt nicht existent, und Feuer machen darf man ganz offensichtlich auch. Und siehe da, es liegt 0, überhaupt gar kein Müll rum, wenn es mal wirklich so richtig schön erlaubt ist und so schön hergerichtet ist, dann haben die meisten Leute wohl offensichtlich auch ein Einsehen und lassen hier nichts liegen. Es gibt nämlich auch keinen Mülleimer, also das haut mich jetzt so ein ganz kleines bisschen aus den Stiefeln. Heieiei. So, jetzt muss ich aber auch weiter, weil die Pause ist schon zu lang. Ja, und das ist auch der Brunnen zur Hütte. Der ist wirklich, ja, wenn das überhaupt ein halber Kilometer war, was der weg ist. Hier steht jetzt mal wieder kein Trinkwasser und das ist jetzt für mich mal ein ganz guter Anlass, das mal ein bisschen zu überprüfen. Hinter dem Brunnen haben die hier den Bachlauf. Den haben sie mit Hilfe dieses Schlauchs auch noch so ein bisschen eingefasst. Ich vermute schwer, dass der Schlauch irgendwie dazu führt, dass das Wasser hier wirklich so fröhlich plätschert und nicht wie bei den meisten Waldbrunnen halt so langsam vor sich hin tropft. Da hinten scheint auch wirklich so was wie ein Quellgebiet zu sein. Das sehen wir uns mal kurz näher an. Blop. Nirk, nirk, nirk. Ja, bingo. Also das ist eine eingefasste Quelle. Ich würde also mal schwer vermuten, dass es sich in diesem Fall, auch wenn dran steht, kein Trinkwasser, sehr wohl um Trinkwasser handelt. Allerdings, und dazu müssen wir jetzt nochmal zurück zum Brunnen, sieht es im Brunnenbecken ein wenig veralgt aus. Das kann jetzt mehrere Ursachen haben. Moment, noch etwas näher ran. Ja, also hier hinten kann man schön sehen,
Entweder handelt es sich dann doch um kein Trinkwasser und in diesem Wasser sind offensichtlich irgendwie ein bisschen viele Nährstoffe drin, weshalb sich da ganz gut irgendwelches Leben drin entwickeln kann. Oder, und das halte ich fast schon für die wahrscheinlichere Lösung, dieser Brunnen wird auch als Spülbecken von der Hütte benutzt. Was ich jetzt niemandem vorwerfen möchte, das wissen die meisten Leute nicht. Aber wenn man natürlich in so einem Brunnen ständig Geschirr spült, hat man dann auch einen gewissen Nährstoffeintrag. Und im Brunnen bildet sich Zeug, was da von der Wasserqualität her eigentlich normalerweise nicht reingehört. Da bin ich in diesem Fall jetzt wirklich schon fast überzeugt, da der Brunnen doch so nah an der Hütte ist und die so gut ausgebaut ist. Ich für meinen Teil würde also jetzt im Fall von diesem Brunnen, und das werde ich auch, das Wasser bedenkenlos trinken, weil es halt doch wirklich einen sehr ordentlichen Eindruck macht, wenn man sich anguckt, wo das Wasser herkommt. Und auch, dass es jetzt hier ein bisschen trübe Farbe hat, liegt primär jetzt daran, dass es wirklich sehr kalt ist und mir eine Flasche sofort angelaufen ist. Also wenn man jetzt vielleicht denken könnte, warum ist denn mein Wasser so trüb? Das hat jetzt nichts mit der Trinkwasserqualität unmittelbar zu tun. Kann damit zusammenhängen, muss aber nicht. Also wenn man hier entsprechend die Flasche abwischt, wie ich es hier gerade getan habe, dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Das sind immer so Sachen, da könnte man denken, das kann ich nicht trinken, aber meistens ist es dann halt doch so. Und kein Trinkwasser muss halt eben dran stehen als rechtliche Absicherung, falls doch mal was sein sollte, kann nämlich sonst derjenige, der den Brunnen aufgestellt hat, unter Umständen verklagt werden. Das ist alles nicht so einfach und ein bisschen, bescheuert. So, jetzt gehe ich weiter. Als nächstes kommen wir zur Schwarzenbach-Talsperre. Soll ich bis dahin was erzählen? Nee, ich mache lieber jetzt noch ein bisschen Strecke. Es läuft gerade irgendwie gut und ich hatte noch nicht so den Redebedarf. Wenn ich dann K.O.A. bin, momentan bin ich noch wunderbar fit, dann wird sich auch mehr Redebedarf ergeben. So, und das hier wäre die Schwarzenbach-Talsperre. Da hinten kann man auch entsprechend den Damm sehen, natürlich von der oberen Seite. Von unten sieht das Ganze durchaus noch ein wenig beeindruckender aus. Die Schwarzenbach-Talsperre versorgt unter anderem Vorbach mit Strom, ist ein Pumpspeicherkraftwerk, Wasserkraftwerk, ich glaube so heißt das, wird größtenteils über Zuflüsse natürlicher Art, mehr oder weniger, gespeist. Es fließen, glaube ich, drei größere Bäche in den Stausee und hat noch die Möglichkeit, eben als Pumpspeicherkraftwerk Wasser aus der Murg, das ist den Fluss, den wir unten in Vorbach gesehen haben, der auch das ganze Tal quasi geprägt hat. Aber dazu kriegt ihr ja noch mal eine kleine extra Information. Beziehungsweise habt ihr schon gekriegt. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die reinschneide.